Lass das. Ja, ich glaube, es gab auch ein paar Charaktere auf diesem Schiff, die absolute Zeitfresser waren. Ich dachte, du sagst auf der Suche nach Inspiration. Mhm. Wenn dieses Horn übrigens zu oft ertönt, dann ist unsere Schiffsfahrt vorbei. Deswegen, ja, sollte man sich im besten Fall nicht volllabern lassen, das ist aber Glückssache. Nee, also wie gesagt, ich höre mir dann ganz gerne selber zu, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es gerade rüberkommt. Und dann mag ich es überhaupt nicht, wenn irgendwie super viele Hintergrundgeräusche dann mit dabei sind. Oder wenn der Ventilator läuft und mir Leute da reinreden. Oder ich ein Headset habe, was meine Stimme irgendwie abdämpft, mag ich überhaupt nicht. Deswegen bei sowas habe ich dann solche Dinge ganz gerne aus. So, jetzt haben wir die eine Seite gemacht. Jetzt will ich aber auf jeden Fall aufs Aussichtsdeck. Guckt mal, wie schön das aussieht. Wir haben sogar so eine kleine Karte, wo wir uns gerade befinden. Finde ich total toll, dass man sich hier tatsächlich dann hinstellen kann und so ein bisschen das Meer sieht, den Himmel, Stratos im Hintergrund. Es ist einfach total toll zu sehen, wie man sich nähert. Allein dafür lohnt es sich auf jeden Fall schon aufs Schiff zu gehen, einfach um sich die Aussicht anzugucken. Klar, es ist nur DS-Grafik, aber trotzdem charmant gemacht. Deswegen wollte ich eigentlich ganz gerne so ein paar Trainer gemacht haben, in der Hoffnung, dass ich zumindest so ein, zwei irgendwie erwische und nicht zu oft vollgelabert werde von Oma Hildegard. Und dann halt noch genug Zeit habe, mich hier wirklich hinzustellen und so ein bisschen zu gucken, wie wir hier ankommen. Ich weiß nicht, was da oben rumglitscht. Ignorieren wir es einfach, ich sehe es auch. Auf der Switch wäre das mit Sicherheit auch richtig cool, das stimmt. Also ist schon schön. Okay. Dann sind wir auch schon durch. War jetzt vielleicht nicht, ne, die größte Sache, aber fand ich auf jeden Fall sehr schön und auf jeden Fall auch sehenswert. Deswegen habe ich es auf die Liste gesetzt. Außerdem kann man dann da oben das Pika auf dem Poster in Stratos nochmal sehen. Das ist immer gut. Okay. Oh, ich habe sogar eine neue Medaille bekommen. Habe ich jetzt, keine Ahnung, Bootsfahrer bekommen oder wie? Und da ich die hier immer brav abgeholt habe, labert der mich ja auch nicht voll. Also ich finde, manchmal müssen in so Pokémon-Spielen auch nicht immer alle Aktivitäten wirklich dafür da sein, um zu leveln, um Items zu sammeln, um irgendwie wirklich viel Mehrwert fürs Gameplay rauszuholen. Ich finde, so manchmal kann man auch einfach die Aussicht genießen. Warum denn nicht? So, jetzt packen wir mal wieder Rex nach vorne. Und dann sind wir hier auch erstmal fertig. Also wir werden kreuz und quer durch Einal durchfliegen. Ich habe mich da halt wirklich in den Leveln orientiert und nicht unbedingt an dem, was nah zusammenliegt. So, jetzt wollen wir nämlich zurück nach Dowsing. Mal ganz was Ausgefallenes, da waren wir schon länger nicht mehr. Ich glaube, so die ersten Aktivitäten hier, die sind auch recht schnell abgearbeitet. Ich glaube, später wird es ein bisschen länger dauern. Aber wenn ich natürlich auch viel in einem Stream schaffe, dann warum nicht? Ich glaube einfach dadurch, dass wir uns das PWT und das Schwarze Hochhaus klemmen, haben wir halt auch schon super viel Content gespart, sag ich mal. So, dann einmal raus aus Dowsing und hier wollte ich gerne hin. Ich weiß nicht, ich finde es gar nicht so seltsam, die Xenoblade 2 Namen zu lesen. Also klar, ich habe jetzt sehr viel Zeit in den ersten Teil gesteckt, aber da ich beide Teile sehr gerne mag, sowohl Xenoblade 1 als auch 2, und für mich 2 noch nicht so lange zurückliegt, geht's eigentlich. Ist gar nicht so ungewohnt tatsächlich. Könnte man aber durchaus meinen, das stimmt schon. So, wisst ihr noch, wer hier wohnt? Den haben wir ja ganz am Anfang des Projektes kennengelernt, wo er dann quasi von seinem Felsen runtergesprungen ist, mit uns gesprochen hat und wir hier auch diesen Kampf gegen seine beiden Schüler hatten. Und seitdem hatten wir Lauro eigentlich gar nicht mehr so wirklich oft getroffen. Er ist ja in Schwarz und Weiß 1 der eigentliche Champ, den man aber auch nicht in der Pokémon-Liga bekämpft beim ersten Mal. Deswegen eigentlich ist er sehr irrelevant, sowohl im ersten Teil, wo er wirklich Champ ist, als auch im zweiten Teil. Man kann ihn allerdings nochmal antreffen, was ich ganz cool finde, dass er nicht komplett aus der Welt ist. Oh, da bist du ja, der stärkste Trainer von ganz Einal. Sag, würdest du mir wohl die Ehre eines Sparrings erweisen? Also ja, wir können gegen Lauro tatsächlich auch nochmal hier kämpfen, gegen den ehemaligen Champ, der dann von Lilia abgelöst wurde. Finde ich extrem cool, weil ich mag solche besonderen Kämpfe einfach sehr gerne. Die sind halt komplett optional, aber warum nicht?
Der ist vom Level her eigentlich voll okay für uns. Ich glaube, der hat so Level 63. Ich habe mich jetzt nur nicht darauf vorbereitet, wie sein Team aussieht. Ich habe ihn nur auf die Liste gesetzt. Deswegen spontan mal gucken, was wir machen können. Wo kam der Heldenwind kurz her? Da lacht das Herz. Also dann, hier kommt Lauro. Sie hätten ihm ruhig seine Champ-Musik geben können, aber in Ordnung. Ich weiß nicht, ich finde Lauro noch nicht mal so uncool oder so. Vom Design her, ja, warum nicht? Er ist auch eigentlich eine sehr liebe Person, finde ich persönlich, und auch sehr weise. Aber so wie das Spiel ihn geschrieben hat, in beiden Teilen, ist er einfach sehr irrelevant, leider. So, der Sandsturm auf jeden Fall schon mal. So, Hydragiel. War Hydragiel eigentlich ein reines Käfer-Pokémon? Mach einfach mal ein Erdbeben und guck, was passiert. Ah, du hast einen Gigasauger. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe mich, wie gesagt, auf Lauro auch null vorbereitet im Vorfeld. Was die Pokémon so können. Gut, das war jetzt nicht sehr effektiv, aber ich dachte mir, so ein Erdbeben tut trotzdem weh, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Bin halt auch physisch eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Okay, dann, da der Gigasauger bestimmt nochmal kommt, den halten wir zwar gut aus, aber die Heilung ist halt nervig, schicken wir mal Laura rein. Dann können wir uns auch gleich vergiften und den Aufheber aktivieren. Keine epische Musik und kein geiler Hintergrund mehr, leider nicht. Ich meine, er ist auch nicht mehr Champ, aber wäre trotzdem ganz schön gewesen. Wie gesagt, ich mag Lauro auch ganz gerne. Ich finde ihn, wie gesagt, sehr, sehr freundlich und auch sehr weise. Und ich mag auch die Passagen, wo er auftaucht im ersten Teil. Und auch hier habe ich nichts dagegen. Nur, er schindet nicht so viel Eindruck, finde ich persönlich. Dadurch, dass er eben seinen Champ-Posten im ersten Teil nicht wirklich wahrnehmen kann und hier auch eigentlich eher so ein bisschen eingebaut wurde, damit er nicht komplett in der Ecke irgendwo vergammelt. Na, ist ein bisschen schade. Ich finde, man hätte aus Lauro durchaus noch mal ein bisschen mehr rausholen können. Aber ja. So, erstmal wieder so ein bisschen heilen mit dem Aufheber. Bisofunk. Problem ist, Bisofunk kann durchaus ziemlich wehtun. Ich möchte aber diesmal nicht Nia reinschicken, weil ich gelernt habe, dass das Ding Erdbeben machen kann. Und das tut ein bisschen weh. Aber so, wie gesagt, finde ich es eigentlich ganz stylisch, dass man nochmal gegen ihn kämpfen kann. Ich finde es nur ein bisschen seltsam, warum sie eigentlich direkt zu Lauro geschickt haben. Also, dass Mathis nicht gesagt hat, hey, Lauro hat nach dir gesucht oder so. Weil dann hätte man direkt hier hingehen können. Dowsing ist ja auch zu Fuß nicht weit, wenn man kein Fliegen hat. Hätte den direkt verprügeln können und er wäre vom Level her eigentlich perfekt für einen gewesen. Also, das hätte ich sehr viel sinnvoller gefunden, als zu sagen, hey, geht doch nochmal in die Siegesstraße zu dem Zoroark. Weil das ist leveltechnisch nochmal ein ganzes Stück höher. Autsch! Ich meine, er hat sich auch ganz schön wehgetan mit dem Sandsturm und dem Beulenhelm und dem Rückstoß und allem. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich mich das one-hittet, ehrlich gesagt. Hätte gedacht, dass ich das überlebe. Aber gut. Überlebe ich das? Weil ich bin eigentlich physisch-defensiv echt gut. Okay, also Bisofunk ist super gefährlich. So. Aber das Gute ist, dass ich immer so ein bisschen Heilung noch zumindest bekomme. Meistergriff. Laura ist natürlich jetzt schon mal ein bisschen angeschlagen, aber wir gucken trotzdem mal, ob das funktioniert. Und wie gesagt, vergesst nicht, dass wir den Hürdenmodus geschaltet haben. Das heißt, die können potenziell auch ziemlich gemeine Items dann auch noch tragen. Machen einfach mal eine Akrobatik und gucken, was passiert. Ich hätte halt schon gerne eine bessere Flugattacke für Laura, so eine Aeroass oder so, dass ich nicht immer dieses Problem habe, dass ich den Toxic Orb habe und deswegen meine Akrobatik nicht so stark ist, wie sie sein könnte. Aber, naja, gut. Besser als nichts. Aber ich mache zumindest trotzdem einen ganz guten Schaden. Und ich möchte eigentlich auch nicht auf meinen Toxic Orb verzichten. Weil ich das eigentlich sehr praktisch finde. So, wenn ich mich jetzt einmal hochheile, was passiert? Oh,
Gut, die Steinkante ist natürlich schon schmerzhaft. Ich könnte halt auch einfach mal daneben gehen oder mich nicht crippen. Aber ich bin schneller. Das heißt, wenn ich ihn jetzt noch ein, zwei Runden ärgere und mit dem Sandsturm anknacksen lasse, dann reicht meine Akrobatik. Und vielleicht habe ich ja auch mal Glück, wie gesagt, nicht gekrittet zu werden oder nicht getroffen zu werden von der Steinkante. Dankeschön. Ist jetzt ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass man der mal ausweicht, ne? So. Hammermeistergriff auch schon mal platt und Laura nebenbei wieder voll geheilt. Das ist gut. Ramot. Was mal jetzt gegen Ramot Schlaues? Ramot ist halt auch ein Problem, ne? Du bist Käfer. Käfer? Feuer, glaube ich, ne? Oder umgekehrt, ist auch egal. Aber Ramot schwebt, meine ich. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Das heißt, Erdbeben zu spammen ist vermutlich nicht unbedingt meine Taktik. Ich könnte natürlich eine Akrobatik machen. Das sollte eigentlich auch ein bisschen was bringen. Problem ist, wenn sich Ramot natürlich mit Falterreigen hochboostet, ist das alles andere als geil. Hat Ramot echt keine Schwebe? Aber ich glaube, Erdbeben ist dann trotzdem nur normal effektiv, vermutlich. Aber stimmt, es hat ja den 120% Flammkörper. Jetzt, wo ihr es sagt. Stimmt. Habe ich auch eigentlich gewusst, aber so in dem Moment dachte ich mir so, ich weiß nicht, ich bin viel sensibler geworden für schwebende Pokémon, seit ich die Monotype mache, weil ich immer Angst habe, ob ich auch wirklich Erdbeben machen kann, weil gefühlt alles aussieht, als würde es fliegen, aber es tut es einfach nicht. Also, ne? Das ist immer so ein bisschen fies. Aber dann kann ich potenziell natürlich auch ein Erdbeben machen oder auch einen Surfer oder sonst irgendwas. Dann gucke ich in dem Fall einfach mal, wer voll ist. Was ruhig einfach mal mit Laura? Ich glaube, ich bleib erstmal drin. Ich meine, es fliegt eindeutig, ne? So ist es jetzt nicht. Also, abgesehen davon, dass ich tatsächlich ja durch die ganzen Competitive-Kämpfe, wo Ramots Flammenkörper gefühlt immer verbrennt, eigentlich weiß, dass es den hat, könnte man schon meinen, dass es Schwebe hat. So prinzipiell. Wie viel Schaden macht eine Flugattacke? Das würde mich jetzt in erster Linie mal interessieren. Ja, schon mal ein ganz guter Schaden, aber du hast auch eine Zitrobeere, aber die ist halt schon mal weg. Aber die Hitzewelle war schon schmerzhaft. Wenn jetzt noch eine Hitzewelle kommt, könnte ich immer auf Tora wechseln. Ja, Hauptsache Zapplarang fliegt hier nicht, aber hat Schwebe. Das stimmt. Es sind manchmal so Momente, du weißt, oh, okay. Du weißt eigentlich, okay, das Ding hat die und die Fähigkeit, aber du blendest das in dem Moment irgendwie einfach so ein bisschen aus und alle im Chat denken sich so, hä? Was? So, jetzt haben wir Laura schon mal. Mhm. Ist nicht so gut. Ich hatte die Hoffnung, dass du mich weiter angreifst. Bist du greedy? Nein. Okay. Ich hatte Hoffnungen. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Wie schnell war Laura? 115. Von allem, was lebt, ist vermutlich nichts unbedingt schneller, richtig? Mir potenziell, aber ist halt der eine Falterreigen drin, ne? Also Nia ist potenziell schneller. Also zumindest schneller als Laura und, ne? Aber... Wobei, ich hätte auch einen Steinhagel machen können. Gut, dass das Erdbeben trotzdem reicht. Okay. Also Ramot kann potenziell extrem gefährlich werden. Mit dem Falterreigen. Wenn es dann vor allen Dingen einfach mal schneller ist als alles... Waschakewiel. Also, wie gesagt, wenn es mich dann komplett ausbietet, weil Laura ist ja auch nicht gerade langsam und Ramot war trotzdem schneller. Also, Morag und Nia vielleicht, aber auch nach ein, zwei Falterreigen dann, oh, nicht mehr. Deswegen muss man da schon ziemlich aufpassen. Ich meine, so hätte ich immer noch Sieg reinschicken können, der hätte eh alles gecarried. Weil, guck mal, der carried jetzt auch den Kraftkoloss, kein Ding. Bitte überleben.
Sag ich doch, Locke. Also okay, ich dachte, es wäre sehr viel knapper und deswegen wollte ich das ein bisschen mimig aufziehen, aber er hat es tatsächlich sehr viel besser getankt, als ich gedacht hätte. Okay! Ich höre ja schon auf, Flunschlick als Meme abzustempeln. Es ist einfach keins. Man sollte echt meinen, dass Vashagwil Sieg einfach irgendwie wegsnackt. Aber das passiert einfach nicht. Hab ich eigentlich Aeroas irgendwo als TM rumliegen? Jetzt, wo ich das so gesehen habe, müsste ich gleich mal gucken. So, und Cavalanzas. Cavalanzas war aber Käfer und... Hatte Cavalanzas auch den Stahltyp schon drin? Ich kann mir das bei denen nie merken, weil ich die nie sehe. Also, ab und zu schon, aber meistens sind die mit meinem Flammenwurf sowieso tot. Okay. Aber du bist das letzte Pokémon. Eisenschädel, okay. Das Gute ist, es ist langsamer, das heißt, es kann mich nicht zurückschrecken lassen mit dem Eisenschädel. Also er hat schon ein ziemliches Käferteam. Und Bisofunk. Du wirst mich bezwingen. Okay. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das Traurige ist, der laue Kampf war gerade knapper als der gegen Lilia, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe. Naja. Er war nicht umsonst, Champ. Ich bin beeindruckt. Opa! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das schwarze Hochhaus, ich war ganz oben. Sieh an, wenn das nicht mein Magno ist. Sag, war das eben dein Ernst? Hallo, Opa. Klar, du weißt doch, wie stark ich bin. Aber sag mir lieber... Wer ist das? Das ist Svenja. Sie ist der stärkste Pokémon-Trainer der ganzen Einalregion. Wusste ich's doch. Das sieht man diesem Trainer aber auch irgendwie gleich an. Was sagst du, Magno? Ein kleines Sparring gefällig? Nichts da. Ich weiß, dass der Trainer stark ist. Ich will auch gegen ihn kämpfen. Aber sein Pokémon-Team ist noch nicht gut genug hat noch nicht genug durchgemacht. So. Meine Pokémon und ich, wir haben uns bis ganz nach oben ins schwarze Hochhaus gekämpft. Also raff du dich auch auf. Dann werden wir ja sehen, wer der Stärkste ist. Also dann, Opa und Svenja, macht's gut. So viel zum Thema. Uns erwartet oben auf dem schwarzen Hochhaus ein besonderer Trainer. Mein Enkel ist und bleibt ein quirliger Bursche. Ich erkläre dir mal kurz, was er meinte. Er hat sich der Herausforderung des sogenannten schwarzen Hochhauses gestellt, das in der schwarzen Stadt aufgetaucht ist. Einfach so gespawnt. Am besten siehst du es dir mit eigenen Augen an. Ein gewöhnlicher Trainer jedenfalls kann niemals in Magnus' Sphären vordringen. Warum versuchst du dich nicht auch an dieser Herausforderung? Es bestätigt so ein bisschen meine Theorie, dass es tatsächlich schlau gewesen wäre, wenn uns Matisse dahin geschickt hätte. So irgendwie. Aber nun gut. Dann halt nicht. Weil dann hätten wir quasi Lauro bekämpfen können mit unseren jetzigen Leveln, hätten den Tipp fürs Schwarze Hochhaus bekommen. Aber okay. Ja, bei mir ist auch einfach ein Hochhaus gespawnt. Passiert, ne? So. Haben wir das auf jeden Fall auch. Da wollte ich dich drauf. Du hast noch 58. Jetzt wollte ich aber noch mal ganz kurz in meine TMs gucken. Ob ich noch irgendwas Sinnvolles an Flugattacken habe. Da ist meine Akrobatik. Nicht wirklich. Dann lass mich mal ganz kurz was nachgucken. In der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne in den Chat schreiben, was ihr heute gegessen habt, damit es nicht langweilig wird.
müsste nämlich mal live was recherchieren. Aeroas ist TM40. Dass es den Panaero gibt, ist mir auch klar. Hätte ich das Ding echt jetzt auch schon lange holen können? Ist es echt genauso wie in Schwarz und Weiß 1? Okay. Dann kann ich mir potenziell auch meine Aeroas holen, beziehungsweise hätte es tatsächlich auch schon sehr lange haben können, aber ich habe es einfach nie gemacht. Hätten wir das auch geklärt. Irgendwie dachte ich, dass es Aeroas hier woanders gäbe als in Schwarz und Weiß 1, aber okay. Habt auf jeden Fall sehr viele leckere Sachen gegessen. So. Und dann muss ich noch mal ganz kurz Schutz aktivieren und ein bisschen suchen. Wo das jetzt eigentlich genau war, wo ich hin möchte, wenn ich schon mal hier bin. So oder so kann es nicht schaden, hier zu surfen, weil ich hier nämlich noch nicht gesurft bin, offensichtlicherweise. Was hätten wir mit diesem wunderbaren Wasserstein machen sollen? Jan hat zumindest gemeint, er bringt mir nachher Kuchen mit. Da freue ich mich sehr drüber. Ich weiß nicht, was für Kuchen, aber egal. Und Kai ist heute wieder seltsam. Das ist okay. Ach guck mal, hier ist die Stelle, wo Laura runtergesprungen ist. Da stehe ich doch eigentlich auch ziemlich gut, oder? So, wo ich jetzt aber schon mal gerade dabei bin. Da. Das ist genau auf der anderen Seite, ne? Okay. Also eigentlich habe ich mir meine Liste gemacht, so für den heutigen Stream. Und dachte mir dann so, okay, guckst du vorm Stream vielleicht auch mal drüber über die Liste, was heute potenziell machbar ist und informierst dich vielleicht auch ein bisschen darüber, dass du weißt, was du tust oder damit du wenigstens halbwegs kompetent wirkst und sofort immer alles findest. Aber ich habe es einfach vergessen vorm Stream. Deswegen muss ich heute aktuell so ein bisschen... Okay, danke schön. Live so ein bisschen ab und zu mal gucken, wo gewisse Dinge sind, damit ich dann auch weiß, wie ich da hinkomme, weil ich nicht mehr alles hundertprozentig im Kopf habe, weil das bei mir teilweise jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, genau genommen seit 2014, dass ich das Spiel gespielt habe. Deswegen habe ich auch nicht mehr immer alles so auf dem Schirm. Aber das kriegen wir schon hin. In der Nähe von Dausing gibt es nämlich noch einen Ort, der auf der Karte auch verzeichnet ist, und zwar ist das die Beschwörungshöhle. Wo man auch nur mit Surfer hinkommt. Und wie ich gerade noch gelesen habe, mit Kaskade. Deswegen habe ich mir Azumara geschnappt. Und wenn wir sowieso schon mal hier in Dausing sind, bei Lauro, dann wollte ich da auch ganz gerne auch einmal vorbeischauen. Aber ich meine, die war irgendwo südlich von hier. Also gar nicht hier an der Stelle. Muss jetzt nur noch mal herausfinden, wie man da hinkommt. Das ist so die andere Sache. Aber hier war echt zu, oder? Joa. Wie kam ich zur Beschwörungshöhle? Ich weiß, die war... Moment. Kann ich das eben zeigen? Da. Da ist die verzeichnet. Ich weiß aber gerade nicht, ob man von der Route aus da hinkommt. Oder von der anderen Route aus. Das weiß ich gerade nicht mehr auswendig, weil ich da sehr selten mal war. Aber ich glaube, von hier aus tatsächlich nicht, wenn ich das so richtig sehe. Außer vielleicht von da unten. Sonst gucken wir auf der anderen Route nochmal. Ist ja kein Problem. Vielleicht hier ins Wasser. Keine Sorge, ich finde das schon. Wir sind doch jetzt schon fast da. Das heißt, braucht mir keine Tipps geben, wo die ist. Wenn ich Hilfe brauche beim Finden, melde ich mich schon. Zur Not kann ich ja immer einmal kurz nachgucken, wo genau die jetzt nochmal war, auf welcher Route. Und so viele Wasserflächen gibt es hier ja auch wieder nicht. Also wir kommen da auf jeden Fall irgendwann an.
Das ist ja auch so das Schöne in Streams. Also in Let's Plays kann man ja auch quasi nach jedem Part Pause machen, nochmal nachgucken. Dann hast du das auch direkt quasi immer vor Augen und muss nicht, wer weiß... Ah, dafür ist die falsche Jahreszeit. Wer weiß, wie lange quasi abwarten. Also das ist quasi bei Streams gegebenenfalls ein bisschen blöder. Du guckst halt alles nach, wo jetzt was ist. Und dann dauert es, bis du das dann tatsächlich mal im Stream umsetzen kannst. Und bis dahin hast du schon wieder alles vergessen. Oder du bist so wie ich und vergisst einfach komplett nachzugucken. Dafür war ich aber eigentlich ganz gut mit dem Finden. Und in Let's Plays kannst du halt einfach den Part aufnehmen. Dann siehst du ja, was du geschafft hast. Dann weißt du, was du als nächstes machen willst. Kannst direkt nachgucken, kannst es direkt umsetzen. Es wirkt halt alles ein bisschen kompetenter, sag ich mal. Aber das ist ja in Streams vielleicht auch ganz schön, weil so ist es halt einfach irgendwie auch realistisch, dass man manchmal ein Momentchen länger braucht, bis man überall ankommt. Da ist einfach alles ein bisschen entspannter. Aber ja, das ist auch so ein Ort, den sieht man auf der Karte ziemlich gut. Aber du vergisst ihn wahrscheinlich auch recht schnell und dann versuchst du nicht mehr unbedingt, hier hinzukommen. Aber ja, hier ist die Beschwörungshöhle in der Nähe von Dowsing. Die ist auch ganz interessant.